Herzlich willkommen auch von mir. Ich fühle euch einfach wohl in unserer Mitte. Besonders begrüße ich unsere Gäste. Schön, dass ihr da seid. Und hoffentlich seid ihr auch von Christus ergriffen. Das ist mein Thema heute. Christen sind alle Zeit von Christus ergriffen. Ja? Und man könnte auch sagen, sie leben sinn- und zielorientiert. Ja? Sie leben nicht mehr in der Vergangenheit. Sie jagen dem Siegespreis nach. Sie sind nach vorne ausgerichtet. Ja, und damit will ich uns heute ermutigen mit diesem Thema. In den beiden letzten Teilen habe ich darüber gesprochen, dass für Christen Jesus die Nummer 1 ist oder sein sollte oder sein muss, ja, weil er uns erlöst hat. Er hat uns teuer erkauft durch sein Blut. Letztes Mal habe ich darüber gesprochen, dass 16 biblische Bezeichnungen über Jesus, über seinen Titeln, die er die Bibel ihm gibt. Und das hat uns auch ermutigt. Und heute schauen wir uns einfach an, wie wir von Christus ergriffen sind. Also Paulus gibt uns hier in Philipper 3, 12 bis 16 so drei gute Tipps, die ich mal herausstellen will. Er sagt hier, nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Ja? Ich jage noch etwas nach. Ja? Aber ich bin von Christus ergriffen. Ein dritter Tipp, was wir im Glauben erreicht haben, daran lasst uns leben. Lasst uns das, was wir im Glauben erreicht haben, nicht verlieren. Ja? Der Predigttext hier in Philipper 3, ich lese ihn uns nochmal vor, 12 bis 16. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet werde. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Ja? Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis oder Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Okay? Ja? Weiter heißt es, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein, und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Ja? Also Paulus setzt sich hier als Vorbild hin und er wünscht, dass sie alle so ergriffen sind von Christus wie er. Und dass sie ihn im Vorbild nachahmen. Ja? Und da will ich uns auch ermutigen, hab den Mut, als Christ Vorbild zu sein. Ja? Dort, wo du stehst und gehst auf deiner Arbeit, damit auch andere Christus in dir erkennen. Ja? Also erstens, okay, ich vergesse, was hinter mir liegt. Das ist so ein interessanter Ratschlag. Ja? Ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich gehe in eine hoffnungsvolle Zukunft. Ja, das Vergessen, was hinter einem liegt, das fällt einem manchmal schwer. Ja? Aber hier gibt uns der Hebräerschreiber einen interessanten Rat oder eine Richtung. Er sagt hier, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Ja? Dass wir alle Sünde ablegen und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Ja? Dass wir ja immer wieder auf Jesus schauen, ja? Das Kreuz niemals aus den Augen verlieren. Es muss das Zentrum unseres Lebens sein. Denn dort hat Jesus unser Leben erkauft durch sein Blut. Okay? Das ist stark zu wissen. Altes loslassen. Ja? Wir sind die Woche hier 33 Jahre verheiratet. Ja? Und es ist einfach gut, wenn man das sich so zu eigen macht. Ja? Loszulassen, zu vergeben. Wirklich, der einzig gesunde Weg ist der, die guten Geschenke des Lebens zu feiern und den Rest zu betrauern, loszulassen und zu vergeben. Es war gewiss nicht alles gut in unserem Leben.
Es waren gewiss auch Verletzungen, die wir Menschen zugefügt haben oder wir wurden verletzt. Aber es ist einfach gesund, diese Dinge loszulassen, hinter einem zu lassen. Ja? Enttäuschungen, gescheiterte Beziehungen, dass wir das wirklich zum Herrn geben. Kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladen seid, werft diese Dinge auf mich. Ich will euch davon frei machen, dass du nicht mehr in der Vergangenheit verhaftet bist, sondern dass du anfängst, in einem Neuen zu leben, was der Herr für dich vorbereitet hat. Und das ist so stark, ja? Wir verbeten es im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, das ist eine Herzenshaltung, die der himmlische Vater von uns will. Dass wir immer bereit sind, loszulassen und zu vergeben. Vergeben heißt ja auch, das Gericht Gott zu überlassen. Ihm einfach die Vergangenheit zu übergeben, okay? Das ist stark. Ein starker Psalm, der mich immer stark ermutigt und der auch so ein bisschen eine Richtschnur für mein Leben ist. Ich will das alle Zeit tun, ähnlich wie David. Er sagt im Psalm 103, 1-5, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Er befiehlt im gewissen Sinne seiner Seele, den Herrn zu loben. Und wenn wir das tun, dann ist das wirklich gesund. Dann ist das irgendwie, wir werden dann frei. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja? Loben zieht nach oben und danken schützt vor Wanken. Wenn du anfängst zu danken, fließt ein Stück weit mehr Zufriedenheit in dein Herz. Und das will Gott uns einfach immer wieder schenken, dass wir zufrieden sind. Dass wir wirklich auch dankbar sind. Dankbarkeit ist ein Weg hin zur Zufriedenheit. Ja? Und dann geht's weiter. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Das ist eine starke Verheißung, ja, Norbert, auch Heilung von ihm zu erwarten. Ich sage immer, Gott ist der beste Arzt. Er kommt dahin, wo kein Chirurg mehr hinkommt, wo kein Skalpell hinkommt. Da kann Gott immer noch operieren, ja, wenn er eingreift in dein Leben und heilt. Und so dürfen wir auch Heilung erwarten als Christen. Auch für die Kranken zu beten, darin nicht müde zu werden, auch wenn wir nicht gleich sehen, dass was geschieht. Bete weiter. Glaube weiter, auch mehrmals für Kranke zu beten. Dran zu bleiben, bis die Heilung auch von Gott geschieht. Das ist gut, ja? Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund wieder fröhlich macht und du wieder jung bist wie ein Adler, ja? Das ist ja einfach, was der Herr will. Meine Freude, eure Freude lasse ich euch, aber meine Freude gebe ich euch hinzu. Gott will, es liegt Jesus am Herzen, dass wir freudige Christen sind, dass wir frohen Herzens unsere Wege gehen. Ja? Ja, lass mich Gottes Wort verstehen und freudig deine Wege gehen. Das habe ich immer schon gebetet als kleiner Junge, dass wir auch seine Wege erkennen. Okay? Und dann werden wir wieder jung wie ein Adler. Und das ist so wertvoll, wenn es geschieht. Er hat eine starke Verheißung für uns hier in Jeremia 29, Vers 11. Und das darfst du dir nehmen. Ja? Gott sagt uns hier, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn. Der Friede Gottes, der höher ist wie alle Vernunft, soll unsere Herzen erreichen. Ja? Ich habe Friede für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich will euch lösen von eurer Vergangenheit. Ich will euch von dem Schmerz, den ihr empfangen habt oder den ihr auch anderen zugefügt habt. Ich will euch davon befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Und das darfst du dir nehmen. Es wird Zukunft und Hoffnung für dein Leben da sein, wenn du mit Jesus gehst. Wenn du von Jesus ergriffen bist. Wenn du bereit bist, auch ihm nachzufolgen. Okay? Zukunft und Hoffnung. Es ist so gut, ja? Ein zweiter Punkt, den ich mit uns ansehen will, was Paulus uns hier sagt. Ich strecke mich aus nach dem, was nach vorne gerichtet ist. Ja? Ich strecke mich nach vorne aus. Ja? Und das ist eine gute Lebensanweisung, die uns hilft, dass wir auch nach vorne, ja, in die Zukunft ausgerichtet sind. Ja? Christen leben fokussiert ihrer himmlischen Berufung. Sie wissen, dass Jesus sie berufen hat zu einem wunderbaren, ja, Sinn, zu einem wunderbaren Zweck, dass wir Licht und Salz sind für ihn. Licht und Salz sind, ja.
Paulus drückt es zu den Ephesern so aus, Epheser 4, 1 und 2. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, ja, der im Herrn total begeistert ist, der im Herrn total ergriffen ist, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut, Sanftmut und in Geduld. Ja? Das ist so, dass wir auch dieser Berufung würdig leben. Es ist so eine starke Sache, es ist das Schönste, was einem Menschen passieren kann, wenn er von Jesus berufen wird, ja? Wenn er ihn in sein Herz aufnimmt, nach Johannes 1, Vers 12, die ihn in sein Herz aufnehmen, denen gab er das Recht, exousia, Gottes Kinder zu werden. Und das ist das größte Vorrecht, ein Gotteskind zu werden, wiedergeboren aus Wasser und Geist, erlöst durch des Lammes Blut. Und das dürfen wir wieder feiern und dafür dürfen wir uns wieder freuen. Freust du dich über deine Errettung? Ja, bist du noch begeistert? Deswegen rede ich die letzte Zeit mehr über Jesus, dass wir mehr von ihm begeistert sind. Ja? Das ist so wichtig, okay? Strecke mich aus, ja? Es ist auch wichtig, dass wir die Prioritäten richtig setzen in unserem Leben. Gott zuerst, das kam uns jetzt auch schon hier klar in der Einleitung durch, auch in den Worten, auch die Ulrike zu uns gesprochen hat, ja, über die Liebe, über 1. Korinther 13. Ja. Wir müssen lernen, die Prioritäten in unserem Leben gottgefällig zu setzen. Ja. Gott an den ersten Platz zu setzen. Ja. Gott will den ersten Platz. Er ist ein eifernder Gott. Er ist nicht mit dem zweiten, dritten oder vierten. Wenn deine Arbeit wichtiger ist wie Gott, dann ist etwas nicht in Ordnung in deinem Leben. Dann hast du die Prioritäten noch nicht richtig gesetzt. Oder wenn du Menschen mehr liebst als Gott, dann hast du die Prioritäten noch nicht richtig gesetzt. Ja, Gott will den ersten Platz. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und all deiner Kraft. Und zweitens, du sollst mit dir selbst im Reinen sein. Auch wichtig ist, dass du dich annehmen kannst, so wie Gott dich geschaffen hat. Du kannst sagen, ja Herr, danke, du hast mich wunderbar gemacht. Ich akzeptiere das so und ich bin dir dankbar dafür, denn du bist mein Schöpfer. Und du hast dir was dabei gedacht. Drittens, ist es einfach wichtig, dass deine Familie dir wichtig ist. Ja? Familie, Ehe ist von Gott gesetzt und die gilt es zu pflegen, zu schützen und zu bewahren. Wenn Gott dir eine Familie anvertraut hat, dann soll deine Familie dir wichtig sein. Ja, pflege die Beziehungen, sei im Frieden mit jedermann, so viel es an dir liegt. Sei Friedensstifter, wo es notwendig ist. Und die Gemeinde, viertens, die Gemeinde ist wichtig. Viele leben losgelöst von Gemeinde. Und gerade in dieser letzten Zeit ist das umkämpft. Der Teufel kämpft darum, dass Christen nicht mehr in die Gemeinde gehen. Dann kommen sie nämlich immer weiter so langsam, langsam ab. Das geht nicht schnell, das geht so, man kommt langsam vom Weg ab. Ja, mal so ein bisschen einen falschen Weg einschlägt, immer mehr wird die Welt wieder attraktiv und verliert, gewinnt irgendwo Interesse in unserem Leben. Und das ist der Weg, wie der Feind es auch macht. Langsam abkommen, ja? Gemeinde lassen und dann ist es gefährlich. Und als fünftes soll erst deine Arbeit kommen. Ja? Wenn man die Prioritäten diesbezüglich gut setzt, dann ist man sicher, das ist wie eine Glente, das uns Halt gibt. Es gibt uns Schutz, darum lerne es, die Prioritäten wieder richtig zu setzen. Ja? Timotheus, Paulus gibt Timotheus 6, Vers 11 eine gute Anweisung. Er sagt hier dem Timotheus, der auch in gewisser Maßen sein Ziehsohn war, der ein junger Leiter war, er sagt ihm, gibt ihm einen guten Ratschlag. Setze alles daran, dass dir nichts wichtiger wird als Gott. Dass du an ihn glaubst. Und deine Mitmenschen von ganzem Herzen liebst. Liebe ist auch eine Entscheidung. Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Ja? Gott lieben, Liebe üben, sagt die Bibel uns in Micha 6, Vers 8. Ja? Das ist auch etwas, wozu ich mich entscheiden darf. Ja? Ein neues Gebot gebe ich euch, haben wir gesungen, dass ihr Liebe habt untereinander. Es ist jedes Mal eine Entscheidung. Wir sind so andersartig in unseren Charakteren. Und Gott will nicht nur von mir, dass ich die liebe, die mir sympathisch sind oder die auf meiner Wellenlänge sind, ja, auf meinem Level sind, ja, sondern dass ich alle so annehme, wie er mich angenommen hat. Und das ist eine Entscheidung des Herzens. Das ist ganz wichtig, ja, okay? Setze alles daran. Und du darfst einfach wissen, Gott kennt deine Vergangenheit. Ja, er kennt deine Vergangenheit, er weiß, was in deinem Leben war.
Er weiß um alle schwierigen Situationen in deinem Leben. Aber er will auch dein Heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Ja? Und er will dein Morgen. Ja? Und sagt so schön, Gott kennt dein Gestern, gib ihm dein Heute und er sorgt für dein Morgen. Das ist gut. Ja, heute will ich mit ihm leben. Heute kann der Herr für mich kommen. Heute bin ich bereit. Ja? Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Er verändert sich nicht. Er ist so der Anker in der Zeit. Wir leben in einer so schnelllebigen Zeit. Alles verändert sich um uns herum. Aber Christus verändert sich nicht. Ja? Meine Worte bleiben in Ewigkeit. Und was Jesus uns gelehrt hat, das hat Bestand. Da können wir uns dran festmachen. Es ist wie ein Anker in der Zeit. Ja, okay? Ja? Wenn du ihm dein Heute gibst, dann sorgt er für dein Morgen. Und er offenbart auch seinen Plan für dein Leben. Für dein Leben ist er einfach dabei. 2. Petrus 1, 10 und 11. Petrus sagt hier, darum, Brüder und Schwestern, bemüht euch umso eifriger, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Ja? Mach das fest in deinem Herzen. Ich will Jesus folgen. Ja? Lasse dich am Wort Gottes einfach verankern, festmachen, dass das Wort für dich gilt. Ja? Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals straucheln. Ja, der Teufel will uns ja ins Zweifeln bringen, ins Straucheln bringen, in Unglauben führen, dass wir einfach das Erzielte abgeben. Ja? Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ja? Das hat aber auch mit Bemühen, mit Ausgerichtetsein, mit Fokussiertsein, ja? Unserer himmlischen Berufung zu tun. Darum mache deine Berufung fest, okay? Es ist so gut, ja? Entscheide dich auch für echte Jüngerschaft. Ich glaube, Jesus holt nur eine Gemeinde zu sich oder eine Braut zu sich, die in echter Jüngerschaft lebt, die diesen Missionsbefehl ernst nimmt und den nicht nebensächlich sieht. Ja? Das können ja ein paar Pastoren machen, ein paar Leiter, die können ja jünger sein, aber was hat das mit mir zu tun? Jesus will echte Nachfolge und echte Jüngerschaft. Ja? Er sagt also hier in Matthäus 28, 19 und 20, geht hin in alle Welt, ja, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern und Jüngerinnen, ja, und dann lehrt sie alles, oder tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, getauft zu werden ist wichtig, ja, und dann lehret sie alles, was ich euch gelehrt habe, und dann steht die Verheißung, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltenende, ja, und dieser Missionsbefehl darf uns nicht egal sein. Der muss uns allen wiedergeborenen Christen, die Jesus Christus im Herzen haben, muss das wichtig sein. Ja? Also es hat immer mit Aktion zu tun. Ja? Macht sie zu Jüngern, geht hin, ja? Tauft sie, lehrt sie. Ja? Das ist irgendwo muss das wieder uns wichtig sein. Ja? Wir dürfen das nicht irgendwie unter den Tisch kehren, wie so allgemein die Kirchen das gerne unter den Tisch kehren. Ja? Die allgemeine Priesterschaft hatte Jesus herausgerufen im Neuen Testament. Und die allgemeine Priesterschaft gilt zu leben. Wir sind als wiedergeborene Christen königliche Priester und königliche Priesterinnen. Seid ihr dessen wieder bewusst und lebt das aus. Und sag nicht, damit habe ich nichts zu tun, sondern mache auch du zu Jüngern. Setz dich dafür ein. Dafür gibt es uns auch als Gemeinde. Wir wollen, ich will ein Jünger sein, der Vater ist ein Jünger. Und er macht zu Jüngern. Das ist mein Auftrag. Mir liegt nichts an Titel oder sonst was. Mir liegt es daran, dass Menschen zu echten Jüngern werden und Jüngerinnen, okay? Sei einfach da drin im Herzen mit dabei, ja? Petrus sagt uns hier, dass wir Jesu Fußstapfen folgen sollen, ja? 1. Petrus 2, 21. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch, und euch ein Vorbild hinterlassen hat. Jesus ist ein Vorbild uns über alle Generationen. Und an seinem Vorbild können wir uns ausrichten, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen, dass ihr seinen Fußspuren folgen sollt.
Gehet hin und macht das Gleiche. Verkündigt das Evangelium. Ja? Macht zu Jüngern. Betet für die Kranken. Legt die Pranken auf die Kranken, damit es zumindest mal besser wird mit ihnen. Tut das. Wann hast du das letzte Mal für einen Kranken gebetet? Hast du noch Glauben dafür? Du versäumst den Auftrag Jesu, wenn du es nicht tust. Tu es wieder. Sei es dir bewusst. Also es kommt nicht auf geistlichen Wachstum an, um für Kranke zu beten. Manchmal will Gott sich nur deinem Arbeitskollegen offenbaren. Er will ihm nur was Gutes tun. Er will ihm nur zeigen, dass er lebt, dass er real ist. Aber hab du den Mut. Du hast eine Krankheit. Darf ich für dich beten? Ich glaube an einen Gott, der Kranke heilt. Ja? Das ist eine Ausrichtung, ja? Okay? Die dürfen wir mitbringen, die dürfen wir haben. Wir sind herausgefordert, Stück für Stück in sein Vorbild zu wachsen. Auch Wachstumsprozess ist wichtig für uns, dass wir diesen Wachstum anstreben. Ja? Ein dritter und ein letzter Punkt, den ich mit uns bereden will, ist: jage dem Siegespreis nach. Ja? So im Stadion, die Fußballer, die sind begeistert für ihren Verein. Ja, hier ist Borussia Dortmund, da ist die gelbe Wand, ist da zu sehen. Ja, da ist alles hinter ihrem Verein. Das ist wie eine Religion für die. Die geben alles für ihren Verein. Sie träumen von dem, sie wissen alles über den Verein und sie sind da total identifiziert damit. Und wie viel mehr müssen wir uns mit Jesus Christus identifizieren? Unsere Identität in Christus kennen. Und in ihm verwurzelt und verankert sein. Ja? Also Jesus ist Sieger. Und von ihm empfangen wir eine unvergängliche Krone. Ja? Die hier im Stadion spielen, die spielen für einen Pokal oder für eine Medaille, ja? Oder für eine Meisterschaft. Ja? Und geben alles dafür. Ihr Leben, alles richten sie danach aus, damit sie da die Meisterschaft gewinnen oder so gut wie möglich da abschneiden. Sie leben dafür, sie kämpfen dafür. Aber es ist alles unvergänglich. Es ist alles vergänglich. Ne? Es ist alles vergänglich, nicht unvergänglich. Ja? Es ist alles vergänglich wie das Gras ist Blume. Die dicksten Pokale werden mal keine Rolle spielen, wenn du im Totenbett liegst. Ja? Dann kannst du jetzt sagen, bring mir meine goldene Uhr, bring mir meine Pokale. Die werden nichts mehr vor Gott bedeuten. Sondern das, was du für ihn erkämpft hast, was du für ihn erwirkt hast, dafür wirst du deinen Lohn bekommen. Und das ist eine unvergängliche Krone. Ja? Paulus drückt es hier so aus, 1. Korinther 9, 24 und 25. Wisst ihr nicht, die im Stadion laufen, sie laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Ja? Auch im Glauben so zu kämpfen, dass wir den Siegespreis erlangen. Glaube ist ein Kampf. Kämpft den guten Kampf des Glaubens. Bleibe dran. Ja? Gebt nicht auf. Und Vers 25, jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen Kranz. Wir bekommen mal die Siegeskrone von Jesus Christus, wenn wir festgehalten haben, dran geblieben sind, nicht aufgegeben haben, okay? Paulus drückt das auch aus mit dem Bild mit dem Boxer. Ja, ich mache ja manchmal so Bilder, Bild spricht ja manchmal mehr wie 1000 Worte. Ja, so ist auch ein Boxer. Ja, er vergleicht sich hier mit dem Boxer, das ist interessant. Ja, ein Boxer kämpft auch mit Leidenschaft. Ja, und er will auch keine Luftschläge machen. Ja, und das bezeichnet hier Paulus hier mit diesem Bild oder mit dieser Aussage in 26 und 27. Ich aber laufe nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, der nur Luftschläge macht, die keine Wirkung hinterlassen, ja? Sondern ich schinde meinen Leib und bezwinge ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Ja? Also er setzt sich selbst Grenzen, er zieht sich Mauern, wo die Sünde ihn verlockt. Ja? Er züchtigt seinen Leib. Ja? Gestern haben wir auch darüber geredet und mein Freund Davo, so über unsere Bäuche haben wir gesagt, ja, die gehen nicht nur weg durch Gebet, die gehen weg durch Fasten und Beten. Ja. Und so ist es manchmal. Ja. Manche Dinge muss man erkämpfen und da muss man verzichten. Ja. Und da muss man dranbleiben. Ja. Aber wir werden es schaffen, Davo. Ja. Mit Gottes Hilfe. Okay. So, dranbleiben. Ja. Nicht aufgeben. Jage dem Siegespreis nach. Geh mal weiter.
Wir werden immer wieder aufgefordert zu jagen, ja, in der Bibel. In Hebräer 12, Vers 14, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Jagt dem Frieden nach, sei ein Friedensstifter. Friedensstifter werden für den Frieden aktiv. Ja, sie tun was, um die Versöhnung zu kommen. Sie reichen immer wieder die Hand der Vergebung. Sie werden aktiv, ja, damit sie einmal Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Ja. Jagt den Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ja. Also sei dafür aktiv. Jage auch diesem Frieden nach und der Heiligung, Veränderung. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich brauche Veränderung in meinem Leben. Ich soll in das Bild Jesu hineinwachsen, Stück für Stück. Ich will nicht so bleiben. Hast du diese heilige Unzufriedenheit? Ja? Das ist gut. Ja? Ich sage auch immer, wir brauchen eine natürliche Heiligkeit und eine geheiligte Natürlichkeit. Dass wir nicht als Christen spiky sind und keiner will uns mehr hören, weil wir so abgehoben sind. Sondern dass wir mit zwei Füßen auf der Erde stehen. Im Herzen sind wir zwar im Himmel, aber wir sind hier noch die Natürlichkeit. Ja, wir leben hier noch in Natürlichkeit, aber in geheiligter Natürlichkeit. Wir nehmen nicht mehr Anteil an den Sünden, die uns sowieso alle Leuchtkraft berauben und die Lust und die Freude am Herrn ist sowieso flöten, weil die Sünde uns wichtiger ist. Ja, das ist traurig. Aber wir jagen dem Frieden nach, okay? Wir jagen ihm nach. Es ist eine gute Entscheidung, den Satz kannst du dir merken, den sage ich immer wieder. Wer logisch denkt und praktisch prüft, folgt Jesus Christus. Ja, wer das auch geschichtlich nachvollziehen will, wer da noch einen wissenschaftlichen Beweis will, der kriegt ihn auch in der Bibel. Ja? Denn das ist wirklich so, wer logisch denkt, Jesus war da, die Wunder waren da. Ja, ein Josephus, ein Geschichtsschreiber, schreibt von ihm, dass er das getan hat. Ja? Und er hat einfach an sich das Ultimatum gesetzt. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ja? Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und wenn der, der ohne Sünde war, das gesagt hat und vorgelebt hat, warum soll ich dem nicht vertrauen? Also wer logisch denkt und praktisch prüft, folgt Jesus Christus. Denn er sagt über sich, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und er gibt euch hinzu, was ihr zum Leben braucht. Aber habt dieses Herz, nach dem Reich Gottes zu trachten. Wenn das Reich Gottes deine Nummer 6 ist, dann kann Gott das nicht segnen. Ja? Trachtet zuerst, sagt Jesus. Erste Priorität Gott und sein Reich. Das ist interessant, das ist gut. Ja? In der Nachfolge offenbart Gott dir seine Pläne. Du entscheidest dich für Nachfolge. Und Stück für Stück offenbart Gott seine Pläne für dich. Ja, in Epheser 2, Vers 10 heißt es, dass Gott gute Werke für uns vorbereitet hat. Gute Pläne für uns vorgesehen hat. Uns gilt es jetzt, ich will ihm nachfolgen und will herausfinden, was das für Pläne sind. Ich will herausfinden, was der da hier mit Merzig noch vorhat. Ja, ich denke, Gott hat gute Pläne für Merzig. Dass wirklich noch viele den Herrn erkennen, dass es noch einen Aufbruch der Herzen gibt und die Menschen erkennen, Gott ist real. Und dazu sind wir seine Lichter und wir sind einfach auch dazu da, dass man Gott wieder erkennt. Dazu gibt es uns und dazu setzen wir uns ein und dazu haben wir Erwartungen, dass Gott segnet und Menschen herausruft. Und bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in die Ernte, denn die Ernte ist weiß. Wie jetzt in der letzten Zeit, die Felder waren weiß ausgetrocknet. Ja? Die Ernte ist schon ausgefallen bei manchen Bauern. Ja? Und die Körner sind schon ausgefallen vor der Hitze, weil sie zu wenig Regen hatten. Ja? Und so ist die Ernte weiß, auch fürs Evangelium, fürs Reich Gottes. Die Ernte ist weiß, aber die Arbeiter sind wenige, sagt Jesus. Darum bittet den Herrn der Ernte, den Vater im Himmel, dass er doch Arbeiter setze in die Ernte. Ja? So brauchen wir auch als Gemeinde Arbeiter, die mit anpacken, ja? Die nicht nur alles besser wissen, sondern die mit anpacken und sagen, gut, ich will dabei sein. Ich will dabei sein. Wir dienen der besten Sache der Welt, wenn wir sagen, ich will dabei sein. Ich will in dem Team von Jesus mitspielen. Ich bin nicht nur sein Fan und jubel ihm zu, die machen, ja. Ich bin dabei, ich kämpfe mit. Das ist sein Wille, das ist sein Plan, okay, und das ist sein Ziel. Darum sei mit ihm unterwegs. Und jetzt lese ich uns den
Bibeltext noch einmal in der anderen Übersetzung, das glaube ich die Hoffnung für alle, wie es hier ausdrückt. Ja? Also diese drei Punkte, mach die fest in deinem Herzen. Ja? Ich vergesse, was hinter dir liegt. Strecke dich nach vorne aus. Drittens, jage dem Siegespreis nach. Hab eine klare Ausrichtung. Ja? So wie Paulus es hatte hier. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis, der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns auch so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nun, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Ahmt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Starke Worte. Darf ich uns bitten, aufzustehen? Ja? Und ich will uns das wirklich fragen, willst du diese drei Fragen mit einem Ja beantworten? Willst du bereit sein, nicht mehr in der Vergangenheit zu leben? Dich bewusst nach vorne ausrichten. Bist du bereit, dem Siegespreis deiner himmlischen Berufung nachzujagen? Dann gib das einfach mit deinem Handzeichen Gott zur Ehre, dass du das willst. Und ich will dafür beten, dass da ein Segen in dein Leben fließt, dass du das ganz neu schaffst in deinem Leben. Vater, ich bitte dich so, dass du, ja, es ist einfach gut zu wissen, dass du all unsere Vergangenheit kennst. Du kennst unsere Verletzungen, du kennst all diese Dinge, die negativ waren in unserem Leben. Du weißt auch, wo wir Menschen verletzt haben, wo wir Schlechtes der anderen zugefügt haben. Ich bitte dich, dass du uns davon frei machst, dass du uns das vergibst, dass du uns wirklich dort Heilung schenkst, Herr, dass Heilung in unsere Herzen fließt, wie das Salböl in den Bart von Aaron und in sein Kleid. So soll Heilung von dir fließen, Vater. Ich bitte dich auch, Herr, dass du uns so Gnade gibst, dass wir uns bewusst nach vorne ausrichten. Dass wir uns nach vorne ausrichten, unserer himmlischen Berufung, dass wir unsere Berufung im Fokus haben. Du hast uns gerufen mit Namen. Wir sind deine Kinder. Du hältst uns bei deiner rechten Hand und führst uns Stück für Stück in deine Pläne hinein. Ich danke dir so für diese Ausrichtung. Ich danke dir, Herr, auch, dass wir ganz bewusst dem Siegespreis unserer himmlischen Berufung, dieser unvergänglichen Krone, die wir einmal von dir empfangen werden, dass wir dir nachjagen, dass wir ganz bewusst da dranbleiben, dass wir das nicht lassen und dass wir dieser Sache Priorität geben. So segne jeden Zuhörer und erfülle ihn ganz neu im Heiligen Geist. Dir sei Ehre und Dank, Vater. Segne jeden Einzelnen in den wunderbaren Namen Jesus. Amen. Zwei Gedanken zum Schluss. Also, du wirst eine Krone empfangen. Ja, das ist ein bisschen dargestellt. Ja. Du wirst eine Krone empfangen. Und Jesus kommt bald. Sei bereit auf sein Kommen. Und du musst dich fragen, lebe so, dass Jesus heute für dich kommen kann. Lebe heute fokussiert, morgen fokussiert, die ganze Woche fokussiert auf deine himmlische Berufung. Dass wenn Jesus kommt, dass er dich mitnimmt. Ja. Das ist immer eine Entscheidung des Herzens. Er sagt hier in Offenbarung 3, Vers 11, siehe, ich komme bald. Und seine Wiederkunft steht so nah zuvor wie nie zuvor. Ja? Das steht schon mal fest. Ja? Darum sei bereit. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Was du schon im Glauben erkannt hast, lebe darin. Lass dann nicht nochmal, gib dann nicht nochmal dem Teufel oder gib das der Welt oder gib das deinem Fleisch. Ja? Gib du, dass du dem Heiligen Geist folgst in deinem Leben, dass du ihm wieder Ausrichtung gibst, dass du ihm Raum gibst in deinem Leben, damit du diese Krone einmal empfängst. Das ist entscheidend, ihr Lieben. Da müssen wir wirklich uns entscheiden dafür, ausgerichtet sein, okay? Ein Gedanke noch zum Schluss. Habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Ja? Psalm 37, Vers 4. Habe immer wieder deine Lust am Herrn. Sei mir in Christus ergriffen. Lass dich von Jesus ergreifen. Ja?
Weil Gott unseren Geist auf Transzendenz, ja, das ist ganz interessant, ein Fremdwort jenseits von Erfahrungen, ja, angelegt hat, bleibt unser Herz bei den Konsumangeboten dieser Welt ewig unzufrieden. Du kannst in der Welt, die kann dir anbieten, was du willst, du wirst immer unzufrieden bleiben. Das ist doch bei den Reichen, bei den Millionären und Milliardären. Da ist immer noch ein Streben nach mehr und das ist die Genetzart und ihre Seele wird nicht befriedigt. Ja, ein Reicher ist noch nicht ein zufriedener Mensch, ja. Aber du, die deine Lust am Herrn hast, du wirst zufrieden sein. Der Friede Gottes wird dein Herz regieren. Und du bist ausgerichtet und fokussiert. Ja? Darum sei alle Zeit ergriffen von Jesus Christus. Seid gesegnet in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen. Amen. Amen.